Hi, ich bin Lea, bin 19 Jahre alt, mache meine Ausbildung zur Notfallsanitäterin bei der Feuerwehr Duisburg. Und wieso ich mich überhaupt dafür entschieden habe, ist, weil das hier in Duisburg sehr, sehr vielfältig ist. Ich bin Julian, 24 Jahre alt. Ich mache die Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe. Ich habe mich für den Beruf entschieden, weil ich die Vielfalt, jeden Tag was Neues zu entdecken, spannend finde, aber auch das Technische und auch das Soziale mit den Badegästen sehr gut finde. Ja, hi, Dennis mein Name, 26 Jahre alt, mache die Ausbildung zum Verwaltungswirt gerade und ja, habe mich für die Stadt Duisburg entschieden, weil A, krisensicherer Job, B, familienfreundlich und C, es gibt sehr viele Möglichkeiten, hier durchzustarten. Ich bin Paul, ich bin 25 Jahre alt, ich mache die PIA-Ausbildung zum Erzieher bei der Stadt Duisburg, komme jetzt ins zweite Lehrjahr und finde es super bis jetzt. Ich bin selber hier in Duisburg in die städtische Kita gegangen, hatte da eine super schöne Zeit und deswegen war es für mich auch eine logische Schlussfolgerung, dann einfach selbst bei der Stadt anzufangen für den Beruf. Vier junge Menschen, deren Berufe nicht unterschiedlicher sein könnten. Doch eins haben sie gemeinsam. Sie machen alle eine Ausbildung bei der Stadt Duisburg. Für Lea Sauerbier war von Anfang an klar, sie möchte in der Medizin arbeiten. Dass die Ausbildung zur Notfallsanitäterin da genau das Richtige für sie ist, stand allerdings nicht direkt fest. Ich habe mein Abitur gemacht und dann stand halt die Frage, ja, was mache ich nach meinem Abitur? Eigentlich war eher so mein größter Wunsch, Medizin zu studieren, aber der NC hat das jetzt nicht so ganz zugelassen, aber mein Vater, der hat mich sehr geprägt von der medizinischen Seite aus. Der hat seit 32 Jahren im Rettungsdienst gearbeitet, hat dann aber gesagt, Lea, denk mal dran, wie wär's denn mit dem Notfallsanitäter? Das ist halt die höchste nicht akademische medizinische Ausbildung, die man machen kann. Und da habe ich gesagt, ja, stimmt. Also man hat dann auch echt gute Chancen bei dem Ganzen, um auch vielleicht, wenn es einem dann so gefällt, auch irgendwann noch mal Medizin zu studieren. Oder man bleibt halt einfach im Rettungsdienst. Direkt nach dem Schulabschluss die Ausbildung zu starten, ist nicht unbedingt der Weg, den jeder geht. Deshalb ist es nichts Ungewöhnliches, dass die Azubis unterschiedlich alt sind und auch unterschiedliche Vorerfahrungen haben. Doch die Herausforderungen sind für jeden und jede gleich. Bei den Herausforderungen ist es halt eine Ausbildung. Ich bin jetzt 26 und ich habe in meinem Kurs Leute, da fängt es ab 18 an, aber geht auch bis 38, 39. Und ja, wir stehen alle vor derselben Herausforderung. Ich muss auch ganz klar sagen, es wird einem nichts geschenkt. Man muss halt schon was dafür tun, wie es halt in der Ausbildung ist. Sprich lernen, arbeiten. Ja? Aber man wird sehr gut darauf vorbereitet und ich bin auch nie so der Lernmensch gewesen. Und ich bin auch klargekommen. Neben dem schulischen Teil geht es bei der Ausbildung vor allem um die Praxis. Und die sieht bei allen Azubis ganz unterschiedlich aus. Also ich komme morgens ins Bad, mache einmal quasi einen Rundgang durch das komplette Schwimmbad. Ja, dann einmal Chlorwerte messen, pH-Werte messen, Wasserqualität generell überprüfen, dann die ganzen Notausgänge überprüfen, ob alles sicher ist. Ja, und dann wird das Bad aufgemacht und dann kommen halt auch schon die ersten Badegäste. Und auch wenn der Alltag schon mal stressig sein kann, gibt es für Paul Fehlberg in der Ausbildung zum Erzieher auch jede Menge schöne Momente. Die Zeit, die er mit den Kindern verbringt, ist dabei immer etwas Besonderes. Also was ich sehr schön fand, war zum Beispiel jetzt letzte Woche erst, habe ich ein Kind gesehen, was komplett alleine das ganze Klettergerüst, die Kletterstange hochgeklettert ist. Und vor 2 Monaten wollte er noch permanent, dass ich den da draufsetze. Und jetzt hat er sich komplett alleine da hochgezogen, Beine über die Stange geschwungen. Und das ist halt schon eine motorische Entwicklung, die mir halt dann, die hat mich erstaunt, so fand ich super. Und da war auch ganz stolz, hat mir das die ganze Zeit gezeigt. So ist das ein schöner Moment. So unterschiedlich die Ausbildungen auch sind, mit ihrer Berufswahl sind die vier zufrieden. Der restlichen erfolgreichen Zeit als Azubi steht also nichts im Weg. Und über die Ausbildung bei der Stadt Duisburg wollen wir jetzt noch etwas genauer sprechen. Und zwar mit Marcel Kositz. Er ist Ausbildungsorganisator bei der Stadt Duisburg und jetzt bei mir im Studio. Hallo Marcel. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Genau, für die Zuschauer, wir haben uns vorher aufs Du geeinigt. Genau, ab heute kann man sich jetzt für die Ausbildung bei der Stadt Duisburg bewerben. Ja, was bedeutet das jetzt? Ja, heute war im Endeffekt der große Startschuss. Man hat es vielleicht schon über die sozialen Medien mitbekommen. Der Countdown lief runter und ja, ab heute dürfen sich dann alle jungen, mitteljungen, älteren Menschen bei uns bewerben für eine Ausbildung, für ein Studium bei der Stadt Duisburg. Und ja, da haben wir jetzt seit heute Morgen, gestern Abend schon sogar, den Startschuss gegeben und freuen uns dann natürlich auf die ganzen Bewerbungen, die dann eingehen werden. Genau, du hast die vielen verschiedenen Möglichkeiten schon angesprochen, auch vor allem was die Ausbildung angeht. 4 Berufe haben wir im Beitrag gerade schon gesehen. Darüber hinaus gibt es aber noch eine ganze Menge mehr, oder?
Genau, wir haben ja im Beitrag schon gesehen, da haben wir über die Bäderbetriebe gesprochen, über teilweise Berufe der Feuerwehr, die Rettungssanitäter, Notfallsanitäterinnen. Es gibt aber noch ganz, ganz viele weitere Berufe, die wir anbieten, nämlich 22 an der Zahl, jetzt fürs Einstellungsjahr 2024. Da sind diverse Bachelorstudiengänge dabei. Wir haben technische Berufe, wir haben Verwaltungsberufe, das heißt der klassische Verwaltungsfachangestellte oder der Verwaltungswirt, nur einmal im Angestelltenverhältnis, einmal im Beamtenverhältnis, aber auch ja, die PIAs, das heißt die Personen, die später als Erzieherinnen oder Erzieher arbeiten, PIA, Kinderpfleger, Kinderpflegerinnen. Also wir sind da wirklich total breit aufgestellt ja, und können da wirklich eine ordentliche Palette anbieten. Also kann man quasi sagen, für jeden ist da das Richtige dabei. Auf jeden Fall. Also wer da nicht fündig wird, der ist quasi selber schuld. Ich sage das mit so einem Augenzwinkern. Aber gerade diese Vielfältigkeit, die wir als Arbeitgeber Stadt Duisburg so mitbringen, das ist schon ja, wirklich auch einzigartig hier im Stadtgebiet. Welche Voraussetzungen muss man denn jetzt mitbringen, wenn man sich jetzt für eine Ausbildung bei der Stadt Duisburg entscheidet? Wenn wir jetzt vom schulischen, von der schulischen Voraussetzung jetzt mal die ganze Sache betrachten, da ist wirklich was auch wieder für jeden dabei. Also von Hauptschulabschluss bis Fachhochschulreife haben wir verschiedene Berufsbilder. Das heißt, ein Forstwirt oder Bäderbetriebe, da kann ich mich mit dem Hauptschulabschluss bewerben. Ne, und für die Studiengänge, Bachelorstudiengänge, soziale Arbeit als Beispiel mal zu bringen, da muss ich halt auch eine Fachhochschulreife mitbringen. Aber braucht da keinen bestimmten Durchschnitt oder so. Das ist uns auch ganz wichtig nochmal zu betonen. Wir brauchen jetzt keinen bestimmten Notendurchschnitt, den man in der Schule irgendwie mitbringt. Das fällt bei uns grundsätzlich erstmal raus. Kann man das generell so zusammenfassen? Welche Vorteile wirklich hat jetzt die Ausbildung, wenn man die jetzt bei der Stadt Duisburg macht? Also Vorteile sind ganz klar, dass wir eine vielfältige Ausbildung bieten. Wir sind ein unglaublich großes Team. Wir haben mehr als 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist erstmal eine Wucht. Jetzt hier im Duisburger Stadtgebiet und ja, es gibt verschiedene Arbeitszeitmodelle. Ich kann eine Ausbildung in Teilzeit in manchen Berufsausbildungen starten. Das ist auch mal ganz wichtig. Da sind wir wieder bei dem Punkt Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wird ja auch immer wichtiger, Work-Life-Balance. Die Azubis haben fachbereichsabhängig auch die Möglichkeit, mobil zu arbeiten. Das ist ja auch immer ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Faire, überdurchschnittliche gute Bezahlung, tarifgebunden. Das sind eigentlich so die Dinge, wo wir immer ganz gut punkten können. Ja, so eine Ausbildung ist ja immer so der Start ins Berufsleben. Danach geht es natürlich noch weiter. Wie sieht es denn da aus bei der Stadt Duisburg? Also hat man da die Chance, dann noch übernommen zu werden? Ja, also ganz klar, damit werben wir auch. Wenn wir jetzt auf Berufsinformationsveranstaltungen sind oder wir gehen aktiv in die Schulen rein, dann kommt die Frage tatsächlich auch immer von den Leuten und wir bilden bedarfsgerecht aus. Das heißt, wir schauen im Vorfeld immer, wie viele Personen brauchen wir zum Zeitpunkt X und ja, dementsprechend stellen wir unsere Ausbildungszahlen auf. Eine Übernahmegarantie, die kann ich nicht immer aussprechen. Da gehört immer noch eine fachliche Eignung zu, eine persönliche Eignung zu. Wir können aber ganz selbstbewusst sagen, wir haben eine fast 100-prozentige Übernahmequote unbefristet in den letzten Jahren. Und darauf sind wir stolz. Das spricht sie natürlich rum. Und damit können wir natürlich auch werben. Also für die Azubis lohnt es sich auf jeden Fall. Wenn wir jetzt noch einmal auf Arbeitgeberseite schauen, da haben viele in den vergangenen Jahren die Probleme gehabt, dass es einfach nicht genügend Bewerber gab. Wie ist denn da die Situation? Schöne Frage. Spielt mir so ein bisschen in die Karten. Bei uns ist das tatsächlich nicht der Fall. Also wir können ein ganz klares Plus an Bewerbungen wahrnehmen, hat verschiedene Aspekte. Wahrscheinlich zum einen der Corona-Geschichte geschuldet, weil, wie ich das am Anfang schon mal gesagt habe, wir sind ein krisensicherer Arbeitgeber. Thema Sicherheit wird immer wichtiger. Damit konnten wir sicherlich punkten. Parallel dazu haben wir aber auch noch verschiedene Marketingmaßnahmen gefahren, neue Dinge ausprobiert und konnten so unsere Bewerberzahlen um fast noch mal 1.000 steigern zum letzten Jahr. Und das ist natürlich schon was, womit man ruhig auch mal prahlen darf. Das ist auf jeden Fall eine große Steigerung. Ist das denn noch tatsächlich so, dass man den Azubis auch so ein bisschen mehr bieten muss mittlerweile? Ja, also der Markt hat sich halt komplett geändert. Früher war es halt so, da musste man 50, 60 Bewerbungen schreiben und hat dann vielleicht gehofft, dass man irgendwo einen Platz bekommt. Heutzutage ist es so, und das ist ja auch ganz bekannt, man liest es ja auch überall, dass die Bewerberinnen und Bewerber da schon in einer sehr guten Position sind, weil halt so viele Stellen auch frei sind auf dem Markt, so viele Azubi-Stellen, also Ausbildungsstellen frei sind. Und klar, da muss man sich was einfallen lassen. Die Konkurrenz, die lässt da natürlich auch nicht locker. Aber trotzdem, wir können da sehr, sehr gut mithalten und in Sachen Bewerberzahlen haben wir da ehrlich gesagt keine Probleme. Und ab heute kann man sich eben bewerben. Wie sieht das denn aus mit Fristen? Also gibt es da eine Frist, bis wann man sich spätestens beworben haben muss und wann würde die Ausbildung dann noch anfangen? Also eine offizielle Frist gibt es tatsächlich nicht. Das heißt, der Bewerbungsstart war ja wie gesagt heute.
Eine Frist gibt es da so nicht. Wir würden aber dennoch empfehlen zu sagen, Leute, schaut schon, dass ihr euch bis Spätherbst oder Anfang Winter beworben habt, denn irgendwann sind die Plätze voll. Und dann wird es natürlich auch umso schwieriger, da vielleicht noch einen Ausbildungsplatz oder einen Studienplatz zu ergattern. Deshalb lieber jetzt bewerben als morgen. Also das kann sicherlich nicht schaden und dann stehen die Chancen noch gar nicht so schlecht. Genau, und alle Infos zur Ausbildung bei der Stadt kann man auch nochmal online nachlesen unter www.duisburg.de/Ausbildung. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank auch.